So, hier könnt ihr jetzt diese Gewindestangen stehen, sehen, von denen ich eben gesprochen habe. Im Endeffekt ist es auch nicht schlimm, wenn es ein Vollgewinde ist. Hier durch die glatte Fläche ist es etwas angenehmer, weil da logischerweise das Getriebe besser drüber rutscht. Nehme ich jetzt, dann wird eine hier drüben eingeschraubt. Ich glaube, es gibt tatsächlich laut Reparaturanleitung, werden auch zwei Stück verwendet, offizielle Positionen dafür. Im Endeffekt ist es aber, würde ich behaupten, relativ egal, solange ihr eine links und rechts macht. Ich nehme sowohl links als auch rechts die mittlere. So, wird hier einfach eingeschraubt. So ein paar Gewindeumdrehungen, dass es halt hält, dass ihr euch das Gewinde nicht vermurkst, wenn er die Stange belastet. Und dann ist man da auf einem guten Weg. So, ich würde sagen, das reicht. So mehr oder weniger. Jo, passt. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Hier gehen wir quasi in die obere Schraube vom Anlasser rein. Ja, wenn es überhaupt geht, geht es. Sollte gehen. Jetzt wäre der blöde Luftfilterkasten im Weg. Okay, dann suchen wir uns eine Alternativschraube. Nehme ich hier unten die. Wenn das passt, da sollte ich wahrscheinlich reinkommen. Also nehmen wir hier die, weil sonst funktioniert der Plan nicht mit alles auf einmal rausziehen. Dann müsste ich erst den Luftfilterkasten ausbauen. So, jetzt habe ich hier drüben die Mutter von dieser Gewindestange hier entfernt, die hier lang läuft. Und jetzt versuche ich die rauszutreiben. Ziehen mit einem Zughammer wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ich werde aber hingehen mit einem Bolzen oder Schraubenzieher hier ansetzen und das Ding ganz langsam rüberdrücken. Empfehlenswert ist auf jeden Fall auf beiden Seiten mal WD-40 drauf zu sprühen, dass man schon mal da ein bisschen Schmierung hat. Ja, inwieweit das jetzt gut funktioniert oder nicht, kann ich gleich berichten. Also hier in meinem Fall geht es wirklich sehr, sehr leicht. Ich habe jetzt erst mit Schraubenzieher und Hammer genagelt, setze jetzt hier diese Ratschenverbindung an und jetzt hängt es natürlich drüben am Ansaugschlauch für den Luftfilterkasten. Aber prinzipiell ist hier nichts festgemodert oder sonst was. Die lässt sich jetzt wunderbar rausschieben. Wenn ihr jetzt ein bisschen Rost habt, wie gesagt, WD-40 zum Einsatz bringen, andere Kriechöle, irgendwas, was den Rost ein bisschen anlöst. Und dann halt dementsprechend mit einem Hammer nachhelfen, wenn pure Handkraft nicht reicht. Hier ist noch ein wichtiges Kabel, das entfernt werden muss. Am Luftfilterkasten hier. Ein Stecker recht leicht zu lösen. Ja, wieder Metallclips Spange reindrücken, nach oben abziehen. So sieht der Stecker aus. Sitzt hier. Ja, ob man es gut erkennen kann, ist momentan ein bisschen kritisch von den Lichtverhältnissen. Da sieht man es. Genau. So, was ich jetzt noch mache, ist hier diesen Rüssel demontieren. Da der im Weg ist, um die Gewindestange rauszutreiben. Und danach kontrolliere ich nochmal alle Kabel, ob alles ab ist. Weil wie gesagt, hier ist mir ja gerade nochmal eins aufgefallen. Und dann kann ich schon mit der Trennung von Getriebe und Motor anfangen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist ganz klar auch noch hier hinten den Druckzylinder von der Kupplung zu entfernen, der bei mir so schön oxidiert ist. Genau, weil logischerweise der ist mit der Kupplung oben verbunden. Wenn man jetzt die Bremsflüssigkeit, das Öl, das Hydrauliköl da drin nicht tauschen möchte, nicht wechseln möchte, ist empfehlenswert, den zu demontieren. Das mache ich jetzt auch. Ich habe die Hoffnung, dass ich das Kabel dann, beziehungsweise den Schlauch hier unter dem Luftfilterkasten durchführen kann, quasi, und das Ganze dann hier unten baumelt und nicht mehr im Weg ist. Das probiere ich jetzt aus und dann sehen wir gleich, ob es klappt oder nicht. So, hier seht ihr, der Ausbau hat wunderbar funktioniert. Hier ist der Druckgeber für die Kupplung, ja. Druckzylinder oder wie auch immer man ihn nennen wollte, es hat wunderbar geklappt, ihn hier quasi durch diese Lücke hier durch diese Lücke, wo jetzt meine Hand lang geht, quasi so hier lang zu führen. Wobei ich jetzt für mich entschieden habe, dass der wahrscheinlich getauscht wird. Das heißt, ich muss eh die Hydraulikflüssigkeit mitwechseln, weil mir einfach hier diese Oxidation etwas zu heftig ist. So, jetzt ist mir noch ein wichtiges Kabel aufgefallen. Und zwar
haben wir das hier versteckt. Das ist da unten angeschlossen. In meinem Fall ist es so, dass es hier oben wieder rauskommt und glücklicherweise auch hier wieder mit einem Stecker versehen ist, ja, den man trennen kann. Ich weiß nicht, ob er original ist, der sieht mir wieder so bunt aus. Genau, aber auf dieses Kabel muss auf jeden Fall noch geachtet werden. Ansonsten ist mir jetzt bei der Rundumsicht nichts weiter aufgefallen, was ich jetzt noch vergessen habe. Im Zweifel werde ich das jetzt noch zeigen. Eine weitere Sache ist mir doch jetzt noch aufgefallen, und zwar gibt es hier noch einen Schlauch am Luftfilterkasten. Da muss man entweder hier die Schlauchstelle lösen oder so viele Kabel mittlerweile im Weg. Hier drüben ist der andere Anschluss, also es ist im Gesamten, man kann den Schlauch recht leicht verfolgen, da ist er angeschlossen. Ich werde jetzt versuchen, hier die Schlauchstelle zu lösen, den Schlauch abzuziehen. Sieht an sich eigentlich noch gut aus, ist jetzt nicht so porös. Also ich denke, den kann man auch noch verwenden. Genau. Aber der muss auf jeden Fall auch ab, sonst hängt das Ganze nachher natürlich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es so klappt, den Gesamten rauszuziehen. Es wäre echt eine Erleichterung. So, wir stehen jetzt kurz davor, das Ganze auseinanderzuziehen. Es sind alle Schrauben vom Rahmen ab. Soweit alle Kabel und Stecker gelöst. Die Schrauben hier wurden auch alle entfernt. Was ein bisschen tricky war, war hier oben diese Schraube und hier die zwei Schrauben unten. Die eine muss man stecken lassen, die bekommt man gar nicht raus. Und hier, die geht gerade so raus. Hier ist es möglichst wichtig, recht kurzes Werkzeug zu haben. Dafür habe ich jetzt hier das verwendet. Und das war auch gerade so möglich. Also quasi ein Ratschenschlüssel. Einfach mit einem normalen mit einem normalen Bithalter. Da habe ich jetzt tatsächlich links bei der Schraube am Luftfilterkasten einen Bithalter am Luftfilterkasten gehangen. Das heißt, aufpassen, dass er es noch rausbekommt und dann den Rest von Hand drehen im Notfall. Das ging jetzt ganz gut. Und jetzt versuchen wir das Ganze zu trennen und schauen dann mal, wie gut es funktioniert. Also wie gesagt, wichtig ist jetzt hier, dass das Ganze nicht kippt. Habe ich links und rechts hier so einen Schwerlast. So eine Schwerlastschlaufe eingehakt am Zylinder, und das Hauptgewicht ist eigentlich hier unten auf dem Wagenheber, der vorne am Motor montiert ist. Genau, jetzt versuchen wir das Ganze smart nach hinten rauszuziehen, sauber abzulegen, und dann zeige ich euch noch, wie die Kupplung aussieht, wie man die demontiert. Und der Einbau ist ja dann quasi der Ausbau nur in inverser Form. Das ist ja dann eigentlich hinzubekommen. Wichtige Info, es gibt noch zwei Schrauben, die ich übersehen habe. Und zwar hier über der Gewindestange, die den Rahmen hält, befindet sich hier nochmal eine Schraube. Und auf der anderen Seite an genau derselben Stelle. Diese müssen natürlich auch noch entfernt werden. So, hallo. Hier jetzt der letzte Cut. Das Motorrad ist auseinander, wie man sieht. Es hat funktioniert, das komplette Hinterteil zu entfernen. Ja, es war etwas anstrengend. Nein, ich muss sagen, es ging wirklich sehr, sehr gut. Das hier in Summe mit dem Reifen lässt sich auch wirklich einfach alleine nach hinten rausziehen. Einfach, weil man es rollen kann und alles ganz easy ist. Genauso wie man es halt mit dem Rahmen dann auch super auf dem Boden abstellen kann, wie man hier sieht, ohne dass es kippt. Hier sieht man noch ein bisschen die Kampfspuren. Ich habe das Ganze hier halt mit Holzkeilen auseinandergetrieben. Und dann muss man wirklich, also es war bei mir der Fall, man sieht es auch hier, ja, dieser Pin hier ist definitiv oxidiert. Hier, der ist leicht angerostet. Hier oben ist ein bisschen Rost in dieser Hülse. Deshalb ist es wirklich empfehlenswert, das Ganze leicht zu spalten, so leicht es geht. Erstmal hinten ein bisschen dran zu rütteln, hier am Hinterrad zu packen, ein bisschen hin und her zu wackeln, hoch, runter, links, rechts, ein bisschen nach hinten ziehen. Und dann halt hier an diesen Stellen, dort und vor allem hier, an diesem kleinen Pin auch, Öl aufzutragen und dann prinzipiell auch hier auf diese Stangen Öl zu machen, dass man es leicht nach hinten ziehen kann. Und was ich auch geölt habe, sind hier unten diese Punkte, einfach, dass der Rahmen leichter hier drüber rutschen kann. Habe ich hier auch halt WD-40 drauf gesprüht. Habe das Ganze über Nacht einwirken lassen und konnte dann das Gesamtpaket wunderbar sauber nach hinten ziehen. Man sieht hier auch die Druckstange, ja, ist nicht verbogen.
alles in gutem, akzeptablem Zustand geblieben. Ich habe jetzt den Verdacht, da werde ich mich jetzt aber auch nochmal im Powerboxer-Forum, ich erwähne das hier mal namentlich an dieser Stelle, weil da echt auch super Typen unterwegs sind, die die Motorräder auch von A bis Z auswendig kennen, gefühlt, beziehungsweise dadurch, dass halt sehr viele Leute da aktiv sind und jeder es vielleicht zu 10% auswendig kennt, kommt man dann am Ende auf 400% und hat dann zu jedem Thema vier aussagekräftige, meistens auch sehr fundierte Meinungen, an die man sich halten kann. Ja, für mich sieht es so aus, als ob das Ganze hier definitiv Öl verliert. Ich frage mich jetzt nur, ob es hier die Simmering an der Kurbelwelle sind oder ob es hier der Simmering an der Getriebeeingangswelle ist. Das wird sich dann noch zeigen. De facto komme ich aber nicht drum rum, werde wahrscheinlich alle Simmerringe erneuern, ebenso wie halt die Kupplungsscheibe, bei der es mich tatsächlich wundert, dass sie trotz dem Ölaustritt immer noch so gut gegriffen hat. Also es war nicht so, dass es permanent gerutscht ist, sondern wirklich eher so, wenn man im vierten, fünften Gang bei 120 Vollgas gegeben hat, dann hat man gemerkt, okay, sie rutscht langsam irgendwo bei 3.500, 4.000 Umdrehungen. Naja gut, jetzt ist es so, muss ich tauschen, deshalb gibt es nochmal ein extra Video, wo ich euch zeige, wie ich die Kupplung einbaue, zentriere. Ich habe ein Zentrierwerkzeug dafür, bei der R1100 RS habe ich es mit Schraubenzieher gemacht, das ist eigentlich kein Hexenwerk. Genau, also werde ich euch die Zentrierung zeigen und den Simmering Ein- und Ausbau. Da hole ich mir jetzt aber selbst tatsächlich erstmal Tipps im Forum. Da das Rausholen ist nicht das Problem, das Reinschieben, da hat jemand irgendwie, habe ich mal gelesen, was Cooles mit Dosen oder so gemacht. Dann braucht man da kein Spezialwerkzeug. Wenn das funktioniert, werde ich das natürlich machen und euch auch berichten. Genau. Also bis dahin, viel Spaß beim Auseinanderbauen. Passt auf eure Füße auf. Und erspart euch ganz einfach die Arbeit, hier hinten alles demontieren zu müssen. Wenn ihr es hier über den Weg macht, den wir jetzt hier zusammen nachverfolgen konnten und quasi zusammen herausgefunden haben. Also dann viel Spaß beim Nachmachen, viel Spaß beim Inspiration holen und vor allem allzeit gute Fahrt mit euren Motorrädern.